Zurück, zurück zu einem neuen Mod-Video. Ja, hallihallo. Dankeschön fürs letzte Mod-Video. Ihr seid crazy. Ich habe 4000 Aufrufe. Ihr seid verrückt. Nee. Ich war richtig, also ihr könnt mir gar nicht glauben, wie ich mich gefühlt habe. Ich war richtig verwirrt und dann habe ich mir so, what, where, warum? Aber danke, 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 danke. Ja, ihr seht schon, ich bin in einer anderen Family als letztes Mal. Es könnte sein, dass ich, es könnte sein, dass ich die andere Family aus Versehen gelöscht habe. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, keine Ahnung. Junge Dame, warum läufst du hier so rum in deiner Freizeitkluft? Das gefällt mir nicht. Naja, egal. Wir machen weiter mit den Mods. Wie letztes Mal, kurz und knapp. Ich versuche mich kurz und knapp zu halten. Und wir starten direkt, ne? Let's go! So, wir legen auch direkt los. Die erste Mod ist die More Fun Stuff Mod. In der Mod, ja, geht es darum, dass die Sims einfach ein bisschen mehr Spaß haben bei allem, was sie tun. Zum Beispiel hat sie jetzt hier keinen Lust und jetzt gehen wir mal mit ihr ein bisschen Yoga machen, weil das macht sie auch gerne. Auch Sims, die das zum Beispiel nicht gerne machen, haben trotzdem da ein bisschen mehr Spaß dran als normal. Und, also ich glaube, wenn die jetzt so wirklich Sport hassen würden, ich glaube, dann wird das gar keinen großen Unterschied machen. Aber sie zum Beispiel mag ja jetzt Sport oder Wellness, deswegen macht ihr das sowieso noch viel mehr Spaß. Aber es gibt halt auch, es ist eigentlich bei allem eingebaut. Zum Beispiel, wenn die Sims malen oder so, dann macht ihnen das auch ein bisschen mehr Spaß. Die Beziehung steigt zu anderen Sims, wenn die das zusammen machen oder wenn man darüber redet. Und wie ihr seht, es geht direkt los. Sie hat noch nicht mal angefangen und es geht direkt los. Wir gucken der guten Dame jetzt mal ein bisschen zu, wie sie das hier macht. Und ihr seht, es geht einfach so, so schnell hier hoch. Und das finde ich richtig cool, weil, ne, wenn man ja was mag, natürlich hat man da auch Spaß dran. Das finde ich total doof. Oh je, wie die zittert. Wenn ihr ja irgendwie ein Hobby habt, dann macht euch das ja auch Spaß, auch wenn es anstrengend ist, wie jetzt zum Beispiel Sport oder sowas. Ja, und wie gesagt, das ist auch bei den anderen Hobbys so, wie zum Beispiel, ne, wie ich ja gesagt habe, wenn man malt oder hier beim Boxen oder beim Kochen oder generell Fitness allgemein. Ansonsten, was haben wir noch? Gartenarbeit. Ich weiß gar nicht, was es noch so alles gibt. Aber halt wirklich jedes Hobby, was man machen kann, beziehungsweise jede Fähigkeit, die es hier gibt, da haben die Sims dann halt einfach ein bisschen mehr Spaß in den Backen. Jo. Wir lassen die Gute hier noch ein bisschen weitermachen und ich gehe weiter zum nächsten Mod. Also noch ein ganz kleiner Disclaimer von letztem Mal. Ihr habt mir zwar geschrieben, dass es diese Mod mit den Schuhe ausziehen zum Beispiel gibt. Das wusste ich, aber ich weiß, dass es halt diese Animation dafür gibt. Ich zeige euch jetzt einfach dieses Häschen, weil das ist so süß. und das mit dem, da war noch was anderes mit den, genau, mit den Feiertagen, dass man dafür ja zum Beispiel auch keine Mod braucht. Ja, das kann sein, aber ich benutze sehr gerne Mods und ich bin kein Sims-Profi, deswegen weiß ich nicht, was es mittlerweile gibt und was nicht, weil ich weiß, dass es dieses mit den Schuhen zum Beispiel ja vor Snowy Escape gar nicht gab und die Mod gibt es ja halt schon ein bisschen länger. Deswegen habe ich es auch ein bisschen länger. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber trotzdem danke für die Kommentare, das ist wirklich hilfreich für die Leute, die zum Beispiel keine Mods haben oder keine Mods benutzen möchten. Danke dafür. Weiter geht's. So, nachdem wir hier ausreichend Sport gemacht haben und richtig viel Spaß dabei hatten, fragen wir jetzt mal, ob wir zu einer Freundin oder einem Freund fahren können, weil das finde ich auch mega cool, wenn ihr zum Beispiel mit Teenagern spielt oder auch hier mit so einfach Erwachsenen und die einfach mal zu ihren Freunden fahren möchten und nicht immer, dass die Freunde kommen. Klar, ihr kriegt ab und zu halt diesen Anruf, ja, möchtest du vorbeikommen, aber es ist halt manchmal echt unpassend und dann denkt man sich so, nee, jetzt möchte ich nicht vorbeikommen, aber ich wäre gern dann und dann vorbeigekommen. Klar, ihr könnt dann auf die Map gehen und dann darüber und dies und das. Easy peasy, aber es geht noch easy peasiger. Und zwar ist das hier. Kann ich rüberkommen? Das ist natürlich auch alles von Little Miss Sam. Wie letztes Mal auch, habe ich ja schon gesagt, dass ich jetzt erstmal die Little Miss Sam Mods vorstelle. Aber ja, dann klickt ihr hier drauf und dann habt ihr hier eure Sims, die ihr auswählen mögt. Und ich möchte jetzt gerne zu Tina. Tina ist nämlich schon eine Seniorin, deswegen besuchen wir sie ein bisschen öfters, weil wir möchten ja nicht, dass sie von uns geht. Und dann kommt hier so ein Fenster und Tina sagt, natürlich können wir rüberkommen und wir können jetzt sagen, jo, wir kommen. Wir können aber auch sagen, ja, ich komme, aber ey, du, kann ich meinen Mann mitnehmen? Oder wir sagen, nee, sorry, ich komme doch nicht, ich habe doch keinen Bock. Ich weiß nicht, warum ich dich gefragt habe. Aber wir sagen jetzt, jo. Und dann werden wir direkt da zu Tina teleportiert. Und das finde ich richtig praktisch, weil, ne, wenn ihr einfach mal so, ihr habt jetzt Stress irgendwie, ihr seid Teenager, ihr habt Stress mit eurem Freund und ihr wollt das jetzt aber klären und dann geht ihr jetzt dahin
und trefft euch da bei ihm zu Hause, weil ihr wollt euch nicht außerhalb treffen oder vielleicht hat Hausarrest und er darf gar nicht rausgehen und blablabla. Wer weiß, wer weiß. Ja, und deswegen finde ich das echt cool, dass man jetzt einfach direkt so dahin fahren kann. Weil manchmal, wenn man ja auch hier die Sims, immer diesem... Ah, oh, ich hasse es. manchmal, ne, wenn man hier auf Weltenverwalten klickt und dann hier, dann sind die nicht da oder sowas. Und ja, und so sind die, glaube ich, fast immer da. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt irgendwie um 5 Uhr morgens anruft, ob die auch dann mir sagen, ja klar, komm vorbei. Ich glaube, es kommt darauf an, wie ihr euch versteht. Das habe ich noch nicht ausgetestet mit Leuten, die ich nicht so gut kenne. Aber ja, jetzt sind wir... Oh, haben wir uns jetzt eingepackt? Was? Okay. Naja. Ja, auf jeden Fall seid ihr dann jetzt hier und könnt auch immer machen, was ihr wollt. Und da wir schon mal hier sind, können wir auch direkt mit der nächsten Mod weitermachen. Das ist die No Restaurant Bill Mod. Ist jetzt doof, weil wir müssen bezahlen. Es geht halt bei der Mod darum, dass wenn wir jetzt eingeladen werden irgendwo zum Essen, dass wir nicht bezahlen müssen, weil wir werden ja eingeladen. Und für mich ist einladen auch, ich muss nicht bezahlen, rein theoretisch. Ich meine, wie ihr das dann untereinander macht, ist mir ja Schnuppe. Aber so funktioniert das. Und wir laden jetzt einfach mal hier, wir laden jetzt Tina einfach mal zum Essen ein. Ich suche mal eben was raus. Da sind wir mit der guten Tina. Und ich habe, bevor ich das alles hier gestartet habe, habe ich wirklich gewartet auf eine Einladung, dass uns vielleicht jemand einlädt, dass ich das besser zeigen kann. Aber es hat nicht funktioniert, deswegen machen wir es jetzt so rum. Klar, wir müssen jetzt bezahlen, natürlich, aber ich will euch das einfach halt vom Prinzip erklären, dass, ne, wenn wir jetzt hier sie einladen, muss sie nichts bezahlen. Wenn sie uns einlädt, müssen wir nichts bezahlen. Und ja, so. Ich glaube, ihr habt es kapiert, oder? Ist ja nicht schwer. Ist eine ganz, ganz simple Mod. Deswegen liebe ich diese Mods von Little Miss Sam, weil sie sind klein und simpel. Also es ist nichts Großes, die ein riesiges Menü haben. Ich liebe auch große Mods, keine Frage. Aber so kleine Mods für zwischendurch finde ich auch sehr schick. Kriegen wir jetzt hier unseren Tisch oder nicht? Essen ist bestellt. Wir müssen jetzt 29 Emoliums zahlen. Da wir sie ja eingeladen haben, hätte sie uns eingeladen, müssen wir gar nicht bezahlen. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Die nächste Mod ist auch richtig simpel und einfach. Und zwar finde ich das immer cool, wenn ein bisschen mehr los ist hier in der City. Auch hier jetzt im Restaurant oder, nein, oder im, wenn man feiern geht oder sowas. Finde ich es immer ganz cool, wenn die ganze Bude voll ist mit Sims. Manchmal ist das ja so, dann geht ihr irgendwo hin und dann kommen nur so 3 Leute und das ist so dieses Feeling. Es ist nicht so, es ist einfach nicht richtig. Und deswegen zeige ich euch mal eben die nächste Mod, und zwar ist die hier im Baumodus. Also was heißt im Baumodus? Also sie ist hier bei diesen Merkmalen. Und zwar ist das die Mehrbesucher-Mod. Bringt mehr Besucher verschiedenen Alters auf das aktuelle Grundstück. Super simpel, super easy, aber super cool. Und wie ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen mehr. Als ich gerade gekommen bin, sind natürlich irgendwie nur so 3-4 Leute hier aufgekommen. Es kommen zwar immer ein bisschen mehr, aber ich finde, mit der Mod ist einfach generell viel, viel mehr. Sie ist da, die beiden sind, glaube ich, gerade gekommen. Und es ist halt generell einfach ein bisschen mehr an Personen hier. Und das finde ich ein bisschen cooler, weil dann könnt ihr euch mit mehreren Leuten unterhalten. Wer weiß, was da so für Storys passieren. Auf einmal findet ihr die Liebe eures Lebens oder seht, wie euer Mann euch betrügt mit einem anderen Sim, weil es hier so voll ist und er denkt, ach, die kommen nie im Leben. Was auch immer. Ne, da könnt ihr ja sehr, sehr, sehr kreativ sein. Und ja, oh, unser Essen ist da. Dann sage ich mal, guten Appetit und wir gehen weiter zur nächsten. Wir haben jetzt auch gegessen und werden noch schön fotografiert. Warum auch nicht? Naja. Ich zeige euch jetzt mal die nächste Mod. Die spielt auch hier am Handy. Oh, also was heißt, die spielt am Handy? Aber die findet ihr am Handy. Und zwar ist das die Cinder Dating App. Und wir sind jetzt zwar schon verheiratet, aber vielleicht möchte ich es ja so ein bisschen risky. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch als Single benutzen, ne? Das ist wie Tinder aus dem echten Leben. Kennt man vielleicht. Und zwar habt ihr hier ein paar Optionen, die ihr wählen könnt. Das hier ist natürlich jetzt auch so, weil wir uns dafür erstmal anmelden müssen. Wir können aber ein spezielles Date organisieren lassen. Wir können auf ein Blind Date gehen, wenn uns das eigentlich egal ist. Wir können natürlich auf ein weibliches Blind Date gehen, auf ein männliches Blind Date, wenn man jetzt gezielt nur auf Männer steht oder nur auf Frauen steht. Wir können natürlich ein One-Night-Stand
hervorrufen und für ein Hookup anmelden. Hookup anmelden heißt, ja, wir sind sozusagen immer bereit für ein Techtelmechtel. Also, ne? Wir kriegen dann eine SMS und sagen, ey, Mädel, hast du Bock? Und wir sagen, ey, yo, klar. Und dann kommen wir vorbei. Ansonsten, wenn wir da keinen Bock mehr drauf haben, können wir uns natürlich auch abmelden. Aber das machen wir jetzt nicht. Und wir gehen einfach mal auf ein Blind Date. Das fände ich jetzt witzig. Da sind wir auch schon mit unserem Blind Date. Und wie ihr seht, sie ist ein bisschen beschämt. Warum auch immer. Das ist jetzt unser Blind Date. Wie gesagt, mir war es jetzt egal, ob es eine Frau oder ein Mann wird. Aber wie ihr seht, da steht auch oben drüber Blind Date. Wir haben auch einiges zu erledigen, um es dann halt gut zu meistern. Wenn ihr natürlich möchtet, dass jetzt nur ein Mann auf dem Blind Date kommt, dann müsst ihr ja schon anklicken. Ansonsten kommt halt rein zufällig irgendwer hier raus. Wir haben uns auch schon aufgebrezelt. Nein, natürlich haben wir das nicht aufgebrezelt, aber das ist ihre Winterkleidung. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal so ein paar von diesen Aufgaben und schauen mal, wie das Blind Date so läuft. Wir können ja mal mit der guten Stute hier ein bisschen reden. Wie heißt du denn überhaupt? Wir können uns ja mal hier vorstellen. Ansonsten, So? Eleanor So, Langrab. Ah, okay, Eleanor Langrab. Dörfner. Hallo. Ach. Wie geht's? Wie steht's? Ach, du bist sogar ein Fan. Oh mein Gott, das ist aber toll. Egal, wir machen jetzt erstmal ein Selfie mit dir, weil du bist ja ein Fan. Das ist Ja, natürlich auch immer toll. Auch römisch. Blind Dates gehen mit Fans. Wer kennt's nicht? Scheiße. Oh, ja, und jetzt geht das halt die ganze Zeit so, das Date. Ihr könnt euch jetzt natürlich hier ein bisschen vorstellen. Ihr könnt euch umarmen, ein bisschen quatschen. Dann könnt ihr auch ein bisschen Karaoke singen oder was auch immer ihr machen wollt mit eurem Date. Ich habe mir jetzt das hier ausgesucht. Ihr könnt natürlich wohin auch immer da. Ich muss ja jetzt nicht erklären, wie ein Date funktioniert, oder? Deswegen, wir singen jetzt mal auch eine Ballade und wir haben schon ein bisschen Romantik. Das ist toll. Ja. Und so funktioniert das Ganze. Ihr habt dann jetzt halt auch die Aufgaben, die ihr machen könnt. Hallo Bella. Ansonsten habt einfach Spaß. Unsere Verabredung neigt sich jetzt dem Ende und irgendwie, ich habe zwar ein bisschen mit ihr hier so geflirtet und so, aber irgendwie so richtig stehen tut sie nicht auf uns. Also ich glaube, das war nicht so das coole Date, aber mein Gott, man kann ja noch mehr Dates haben, ne? Man kann ja auf ganz viele Dates gehen. Deswegen gucken wir mal, was wir jetzt noch dabei kriegen. Ob wir jetzt noch eine Belohnung kriegen oder vielleicht eine Mut oder so. Und nimmt sie die Rose an? Ja, sie nimmt die Rose an, immerhin. Ja, Seminar-Date abgeschlossen. Das ist gut. Aber eine Mut oder so haben wir jetzt noch nicht bekommen, ne? Nö. Naja, egal. Wir hatten trotzdem Spaß und haben kurz eine Glatze bekommen, naja, macht ja nichts. Und gehen jetzt nach Hause. Unser Mann muss ja nichts davon erfahren. Ja, und das waren eigentlich schon die Mods, die ich euch so zeigen wollte. Unser Date ist jetzt auch schon auf dem Heimweg. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder sowas, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, für diesen chaotischen, ja, für diese chaotische Modvorstellung. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und ihr habt kapiert, worauf ich hinaus wollte. Holt euch die Mods, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten spielt auch ohne Mods, auch okay. Jeder, wie es mag. Und mit diesen Boxskills würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns ganz sicherlich in einem anderen Video. Wer weiß, vielleicht mögt ihr auch Sims 3. Ich habe auch Sims 3. Ich habe auch Sims 4. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.